So, Freunde, was geht ab? John ist am Start mit einem neuen Oldschool Call of Duty Video, Freunde. Ihr hört's und ihr seht's schon im Hintergrund. Heute gibt es ein Ründchen Call of Duty Modern Warfare 3. Dieser Sound allein ist schon so unfassbar legendär und ich habe jetzt so Bock, die ACR zu zocken, die MP7 zu zocken, diese Spritzpistole zu zocken. Wer diesen Namen, diesen Begriff noch für diese Waffe kennt, der ist ein absoluter Oldschool-Hase. MW3 ist eigentlich nicht das Oldschool-COD schlechthin, aber es ist einfach schon so lange her, dass dieses COD draußen ist. Der Release-Date war nämlich 8. November 2011, das heißt fast 7 Jahre. Ist dieses Spiel schon alt und es fühlt sich an, als wäre es irgendwie gestern rausgekommen. Megamäßig krass. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich damals einen Tag vor Release zufällig bei Saturn mit Kollegen war. Und wir haben einfach ein bisschen rumgestreunert, ein bisschen geguckt, was so für Sachen da sind. PlayStation hier, PlayStation da. Das war damals noch so voll besonders. Damals hatte ja nicht jeder eine PlayStation und damals hatte man auch nicht jedes Spiel und so weiter und so fort. Und da sind wir halt rumgestreunert. Kann ich eigentlich auch weiterdrücken oder hängt jetzt hier die CD? Okay, es geht. Sind wir rumgestreunert und dann sehen wir so im Regal, abends halt irgendwann so 19 Uhr, sehen wir, MW3 ist schon draußen. Dann haben wir halt so gegoogelt, oder haben wir gegoogelt, hatten wir damals schon Handys, die wir googeln konnten? Keine Ahnung. Aber dann hat sich herausgestellt, dass es ein Tag, also der Abend vorm Release war. Und dann war es nämlich so, dass ich irgendeinen Erwachsenen dort gefragt habe, ob er mir das Spiel kaufen kann, weil ich war, glaube ich, wie alt war ich da? 15? 14, irgendwas in dem Dreh war ich. Und ich habe dann die Nacht zum Tag gemacht und die komplette Nacht Modern Warfare 3 durchgesucht und war, glaube ich, am nächsten Tag schon Level 40. Hab schon in der Schule ganz stolz erzählt, ich habe Modern Warfare 3, bin schon Level 40. Dann nach der Schule nach Hause direkt ins Prestige gedrückt, direkt weiter bis in die Nächte reingesuchtet. Unglaublich. Und ich würde sagen, wir haben jetzt genug geschnackt und sehen uns an der Stelle auch schon. In-game. Wir starten rein in ein Röntchen. Bootleg Domination. Auch eine richtig, richtig geile Map damals gewesen. Vor allem für die P90 Magazinerweiterung. Schnellfeuer. Holy moly. Das ging ab. Generell fand ich es besonders geil bei MW3, dass die Maps einfach bis vielleicht auf Downturn oder so eigentlich alle übertrieben krass waren. Jetzt müssen wir einfach nur beten, dass hier keine Hacker rumrennen. Aua. 20 Stun-Granaten erstmal in die Fresse gedrückt bekommen. Hier ist eine Claymore. Da ist ein Tube. Was ist hier los? Hä? Hier ein tragbares Radar. Das Wichtigste in MW3, was wahrscheinlich jeder Spieler sich immer mit eingepackt hat, ist das tragbare Radar. Es war quasi halt einfach eine Drohne. Ah, eine Drohne für unterwegs. For free. Man konnte sich das tragbare Radar auch jederzeit wieder aufheben. Und wieder woanders mitschleppen. Hier ist, glaube ich, noch einer, ja. Haben wir. Perfekt. Hinter mir. Haben wir. Uff und tot. Aua, was ist das denn? Aua, die Nate. Aua, was ist das? Also, das Ding ist, es macht schon herbe Spaß, aber es ist halt wirklich sehr, sehr komisch. Sehr unskillbasiert so. Und ihr müsst mir auch mal ganz kurz an der Stelle in die Kommentare schreiben, ob ihr damals Modern Warfare 3 gespielt habt. Dann schreibt mal Hashtag MW3 in die Kommentare. Würde mich mal echt interessieren, wie viele Leute erst seit kurzem COD spielen. Was heißt seit kurzem? 7 Jahre ist schon ein Stück. Zweite Runde MP7 Schalldämpfer Action auf der Karte Village. Holy Mann, da ist einer. Komm her. Da kommt einer. One shot. Nein, die Nate. Nein, die Nate. Komm, lauf, John. Hilfe. Okay, den Attack. Ja, gut. Wow, Dead Bullshit. Das ist halt wirklich so wie würfeln. Man würfelt, wer wird gewinnen. Das ist einfach absolut zufällig. Wow, war das billig, Digga. Morgen. Guten Morgen. 1 vor AH6 Überwachung. Hauen wir mal raus, den Kollegen. Boah, ich gehe hier nicht lang. Ich gehe hier nicht lang. Hier sind auch irgendwelche Leute. Und tot. Und tot! Wow, er denkt auch, er wäre hier in Fortnite oder was? Raketenwerfer. Jetzt habe ich wieder alles gesehen. Dritte Runde für das Video. Die dritte Map. Nämlich die MSR Sniper hier in Gold. Tarnung am Start. Direkt der erste Quickscope hier verteilt. Jetzt kurz ein Hardscope. 3, 2, 1. Meins. Zack. Drohne. Kurzer Hardscope. Wahrscheinlich ein Hitmarker. Jetzt haben wir ihn.
Nein. FMG Akimbo raus. Und komm her, mein Süßer. Ja. Kommt alle her. Oh ja. Nein, das Auto geht kaputt. Apropos, falls euch dieses Video hier gefällt, diese kleine Oldschool-Session und ihr das nochmal in anderen CODs wollt, lasst unbedingt einen fetten Daumen nach oben da. Würde mich sehr freuen, wenn wir die 1000 Likes schaffen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ich habe übrigens damals mit einem Real-Life-Kollegen zu der MSR bzw. zum Snipen in Modern Warfare 3 so eine kleine Clip-Montage gemacht. Das war so süß. Da waren wir irgendwie so ein paar Double-Kills, ein paar Triple-Kills, ein paar... wahrscheinlich war der nicht drauf, oder? Na komm. Komm rein zu Papa. Komm her. Er nimmt mir alles weg. Er hat mir alles weggenommen. So eine kleine Clip-Montage gemacht. Und wenn ich die noch finde, dann lade ich die auf meinem Zweitkanal hoch und packe euch mal den Link in die Videobeschreibung. Dann geht da mal da drauf und guckt euch den Schabernack an, den ich damals getrieben habe. Ist irgendwie so eine Minuten-Montage. Ganz zu Beginn meiner Call of Duty-Zeiten. Los, go. Wohin habe ich geaimt? Zweiter. Dritter. Vierter. Nein! Zwei. Drei. Nein, Mann! Ich schluck den Hitmarker, aber hol dann noch den Kill, der arme Junge. Ich hätte an seiner Stelle wahrscheinlich so geschrien. Ja, komm. Boah, dauert das alles lange, bis man Waffe wechselt. Predator. Zack. War hier unten nicht noch einer? Nee, der ist oben. Was, wo? Nein. Ich geh mal hier hoch. Oh, wir haben den Reaper. LOL. Was machen wir hier gerade? Direkt rausknüppeln den Aal. Die Predatoren-Schnubbelmaschine. Ich glaube, das war der Reaper. Kommt hier überhaupt rein? Nee. Komm, auf Terminal ist natürlich jetzt nicht die beste Streak an sich. Aber komm, ein Kill. Ja, direkt wird direkt gegeiert. Na klar. Komm, gib mir doch wenigstens einen Kill. Spielen halt auch alle hier blind über Wache oder so. Ja, kein Kill. In der 9er Streak, kein Kill. Delayed der Schuss reinkam. Nein, so knapp überm Kopf. John choke nicht. Lauf, lauf, lauf. Teammate, rett mir mein Gött. Gött geholt, Drohne wieder. Raus. Auch so schön, dass die, war da hinten einer? Dass die Halbzeit nicht unterbrochen wird. Das finde ich so nervig in Herrschaft, dass die Halbzeit unterbrochen wird. Das nimmt einen, wenn man richtig gut ist, immer so krass aus dem Flow, finde ich. Klar, wenn man eine Scheißrunde hat, der Wallbang, kann man wieder ins Spiel finden durch die Halbzeit. Nein! Aber wenn du halt am Abgehen bist, ist es auch scheiße wiederum. Noscope. Lauf, 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 John. Lauf, lauf, lauf. In den Spawn rein. Eins. Zwei. War das Kollege? Nein. Na. Oh mein Goodness, was mache ich hier? Damit bin ich jetzt raus für heute, Freunde. Ich hoffe, euch hat diese Oldschool MW3-Session hier gefallen. Mir hat es megamäßig Spaß gemacht. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da für mehr Oldschool-Sessions. Ich bin jetzt raus, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Haut rein. Ciao. Ciao. Pschuh.